Nummernschild an seinem Wagen dran hat, aber danach auch nicht mehr. Habe ich so irgendwie im Kopf gehabt, einfach per Knopfdruck so vorne und hinten solche zwei Motoren dran machen, die den Nummernschild umdrehen halt. Einfach so. Transporter. Das habe ich wirklich so dran gedacht. Transporter-Style. Ja, einfach so umdrehen. Einfach so zwei Motoren. Einfach das ist ja Transporter-Style. Das wäre aber möglich, ne? Weiß ich nicht, ob das in der... Also in der Theorie wäre es auf jeden Fall möglich. Aber ich weiß halt nicht, auch, aber es fällt halt richtig auf. Ja, wahrscheinlich. Weil der Motor muss ja irgendwie da sein, es muss ja irgendwas sein, was das dreht. Das heißt, du müsstest die ganze Stoßstange. Ja. Das müsste so ein kleiner Motor sein. Einfach so ein kleines Ding. Dann im Innenraum so ein kleiner Knopf. Unterm Sitz irgendwie. Dann dreht sich das Ding einfach um. Nö, am Radio bist du. Oder da. Noch unauffälliger. Oder am Navi oder was weiß ich. Ja, Navi. Ja, es gibt ja auch so integrierte Navis. Ja, wenn man so ein tolles Auto hat. Ich hab mir wirklich so nachgedacht, aber dafür muss dann vorne die ganze Stoßstange umgebaut werden. Die ganze Scheiße muss ja da versteckt werden. Das muss so sein, das muss so auch unauffällig sein, dass es halt unauffällig ist. Und wenn du einmal einen Unfall hast, dann hast du richtig Arschkarte, wenn der Polizist sagt, ja, wie ist es passiert, wir müssen mal den Unfall begutachten. Auf einmal liegt die Stoßstange da und in den Motor. Was ist das? Was ist das da? Das ist ein Nummernschild. Und das daneben? Das ist ein Motor. Das ist der Motor vom Wagen. Ja, mehr braucht der Wagen nicht. Ah ja, okay. Wollen Sie mich eigentlich verarschen? Ja. Nein, das muss ich niemals tun. Mann, ich würde jetzt gerne rauszappen, weil die Musik nicht mehr weitergeht, aber egal, dann mache ich ETS Radio an. Ich hab ja Hotkeys dafür. Radio ASFM, Novi Sad. Ist ein serbischer Radiosender oder so. Oder ein... sibirischer, irgendwie so. Aber hilft gute Musik. Wenn Nachrichten kommen, schalte ich um. Ich verstehe ja nichts. Ah ja, ganz genau. Ganz deiner Meinung, Radio. Auf jeden Fall. Seltsame Scheiße. Ja, das ist gut. Hinten kommt wieder einer. Ich sollte mal vielleicht nicht mittig fahren. Mal auf Platz machen. Wie viele Kilometer haben wir noch? 338, okay. Oder ich eher gesagt, du hast ein bisschen mehr. Hinten kommen wieder welche, ne? Ja. Ich hab Schiss, wenn ich jetzt nicht sage, dass du dich dann wieder einkackst. Ich hab noch gar keinen Namen. Ja, der Name ist aber auch eher so eine Sache zum Schluss. Finde ich. Ach, nicht so, oder? Ich weiß nicht, nur es ist mir heute beim Staubsaugen einfach so eingefallen. Wir haben ja noch gar keinen Namen. Ja, den Namen kann man aber ja ruhig zum Schluss machen. Ja, eigentlich schon. Der kommt irgendwann drauf.
aber so viel von dem Projekt verraten wir noch nicht, weil... Überraschung. Eine ganz, ganz tolle Überraschung. Na, keine Ahnung, ich bin irgendwie wieder voll müde. Warte mal, gleich wieder Landstraße? Warum fahren wir nicht hier an der Autobahn auf der 8 weiter? Nein, wir müssen durch Straßburg. Wir können ja einen Alternativweg machen. Es gibt ja jetzt diese Teile. Diese Wegpunkte. Ja, wo willst du dich jetzt hier drehen? Ja, wir können es jetzt drehen, wenn du willst. Aber ich weiß nicht, ob das... Keine Ahnung, ob das jetzt was bringt. Weil auf der Autobahn können wir 80 fahren, beziehungsweise 90. Da können wir 70 fahren, auf der Straße. Fahren wir auch überhaupt. Der Weg ist kürzer, aber wahrscheinlich dauert er länger. Hm. Gut, ja. Fahren wir nicht über Autobahn. Wir können es ja hier drehen. Wenn wir jetzt hier weiter runterfahren, dauert es ja noch länger. Guck mal, ich zeig dir mal, wie ich das meine. Pass auf, ich stehe jetzt hier unter der Brücke. Wir halten die kurz an. Passt das oder muss ich weiter vorfahren? Passt. Nee, ich fahre weiter vor. Oh, das steht noch vor der Kurve. So, mach mal deine Karte auf. Ah, nee. Okay, der Weg ist dann schon richtig. Ich dachte, Metz wäre noch ein bisschen weiter oben. Na. Na, okay, dann müssen wir jetzt den Weg entlang fahren. Ja. Das Schlimme ist, ich komme hier nicht mal auf 70. Hier ist hier 60. Okay. Hey Daniel? Ja? Wie stehst du zu Rollenspielen? Wie? Meinst du das jetzt? Also, wie findest du so MMOs? Sag mir mal einen Titel. Zum Beispiel Terra Fate of Power. Nee. Ich bin eher so, wo man fahren kann. Weil wenn man jetzt so durch meine Steam-Spieleliste durchgeht, dann sind das alles Spiele, wo man... Fahren oder ballern kann. Ja, ja. Oder gemischt. Fahren und ballern. Nee, eigentlich kann man ja in Black Ops ja auch fahren. Ne? Weiß ich nicht. Okay, wenn man so eine fahrende Bombe hat. Wow. Aber ich habe die noch nie benutzt. Ich bin... Auch wenn ich irgendwas freigeschaltet, wenn ich Hundestaffel oder sonst irgendwas freigeschaltet habe, so eine Drohne. Ich benutze die. Ich weiß nicht mal, wie ich die anschalte. Ich renne da einfach rum und kill die einfach. Ich spiele immer Team Deathmatch. Ja, und schreist rum. Hm? Und schreist rum. Ja. Das macht auch so Spaß, ohne die ganzen. Ja, ist doch okay. Zusatz. Ich sag doch gar nichts. Och, warum bin ich so müde? Ich hab heute gar nicht so viel gemacht außer Staubsaugen. Das war voll anstrengend. Ja. Das ist verreckt. Du bist verreckt. Na, du bist schon respawned. Warte mal, du sagst, das ist jetzt ja noch immer noch gut, ne?
Ja. Man hört zwar, dass die Stimme sich ein bisschen verändert hat, aber nicht so wirklich. Bin ich viel leiser? Nee, es ist mehr so. Halt. Nehmen wir das jetzt als Farbe. Wenn du jetzt normal sitzt vor dem Mikrofon, sieht man die Farbe gut. Und jetzt ist sie so ein bisschen transparent. Okay. Ein bisschen aber nur. Das fällt aber nicht wirklich auf. Hätte mir das jetzt nicht gesagt, zum Beispiel, hat nämlich jetzt immer noch gut, wäre mir das gar nicht aufgefallen. Okay. Verdammt. Gesundheit. Entschuldigung. Ich habe gehustet, aber okay. Okay, du willst ja nicht gesund sein, okay. Aber wenn ich. Du entschuldigst, wenn du hustest. Ich entschuldige mich gar nicht, wenn ich rülpse. Einfach so einen Fick drauf geben. Ich könnte mir auch so einen Wackelhund reinmachen. In den Wagen. Die gibt's ja auch noch. Du kennst doch diese Hunde, die im Wackelkopf die ganze Zeit so hoch und Ja. runter machen. Ich will jetzt richtig zum Takt wackeln. Davon hatte ein alter Stiefvater von, also der, ein alter Ex-Freund von meiner Mutter, hatte mal so ein Elvis Presley in seinem Auto. Okay. Nur irgendwann war der dann nicht mehr da. Ich weiß auch nicht, wo der hin ist. Der Elvis selber oder der Kopf? Elvis. Also. Ich habe Elvis nicht enthauptet. Noch nicht. Kommt aber noch. Ey, hier kann man ja 80 brettern. LOL. Ja, ich war auch die ganze Zeit 16. Dann komm mal ran, Tobi. Ja, ja. Ich gebe mein Bestes. Hier kann man 90 fahren. Ui! Alter. Da wollen wir uns ja nicht gleich übertreiben. Eskalieren. So, Tobi, dann hol mal auf, ne? Ich fahre gerade 90. Musst du die extra auch runter? Wahrscheinlich. Nicht wo es auf die A4 rechts hoch. Ja. Sag ich mal bei der T-Kreuzung. Ja. Rechts hoch dann. Ach, hier kann man 70 fahren, Lai. Nee, immer noch 90, gut. Bist du schon hinter mir? Ja. Da fuck. Okay. Ich war halt gerade nicht wirklich 90. Aber jetzt werde ich wieder was langsamer, aber das bin ja schon. Ich bin ja schon bei dir. Oh, das hat's vollgebracht. Ey, diese Warnung kann man doch früher hinstellen. Ja, dass die Spur wieder verengt wird. Ja, das kann man doch viel, viel früher stellen, wenn schon die Map so klein ist. Also ist ja nicht 1 zu 1. Weil man kann jetzt nicht wirklich 700 Kilometer in einer Stunde durchfahren. Was? Mautstelle!
Maustelle, Maustelle. Ja.